So, wie gehen wir da vor? Ich möchte jetzt zunächst diese Elemente im Block zusammenfassen. Wir haben bisher gelernt, wie man daraus eine Gruppe macht, wie man das in Gruppen strukturieren kann. Jetzt machen wir daraus mal einen Block, weil damit können wir mehr machen als mit Gruppen. Das finden Sie hier unter Einfügen, Block erstellen. Mit dem Befehl können Sie quasi einen Block erstellen. Da gibt es zwei Varianten. Die erste Variante ist, der Block ist jetzt in dieser AutoCAD-Datei auch gespeichert. Und die zweite wäre dann interessant, wenn Sie den wirklich raus erstellen wollen aus Ihrer AutoCAD-Datei heraus, dass er quasi außerhalb dieser Datei gespeichert wird. Zum Beispiel auf dem Server in Ihrem Büro oder so, um ihn halt anderen zur Verfügung zu stellen oder im Internet oder wo auch immer. Ja. Das machen wir normalerweise jetzt hier nicht im Kurs. Wir sind Egoisten, wir lassen es quasi alles bei uns in der AutoCAD-Datei drin. Und das kommt da nicht raus. Man kann es natürlich trotzdem noch entfernen, ja, aber das zeige ich dann später. Gehen wir erstmal auf Block erstellen. Es geht jetzt so ein Menü auf. Sie müssen dem Ding erstmal einen Namen geben. Nennen wir den einfach A-Hälfte. Also die Hälfte vom A, das heißt dann A-Hälfte. Und das schreiben wir unten rein. Die Hälfte vom Buchstaben A. So. Jetzt müssen wir noch sagen, welche Objekte wollen wir da überhaupt haben in dem Block? Ja, das kann ja AutoCAD jetzt nicht ahnen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Objekte wählen. Das ist dieser Button hier. Und wählen hier die, mit dem Auswahlrechteck diese Buchstaben aus. Das ist eigentlich genauso wie bei der Gruppe vorhin. Jetzt gehen wir auf Enter. Jetzt sind wir wieder zurück in unserem Block Erstellungsmenü. Also hier auf Auswahl gehen. Zeichne ich hier auf. Ja. Jetzt können Sie hier unten entscheiden, ob was jetzt mit den Elementen passieren soll. Beibehalten würde bedeuten, die würden genauso dasselbe sein, was sie vorher waren, nämlich Polylinien. Wenn Sie sagen, in Block konvertieren, das tun wir auch an aktivieren, dann werden die quasi auch gleich in Block erstellt. Das heißt, die sind dann wie eine Art Gruppe dann hier zusammengefasst. Ja. Oder Sie können es aber auch löschen, dann wären sie quasi weg, aber Ihr Block wäre dann hier verfügbar unter Einfügen. Ja. Das heißt, der Block ist in Ihrer AutoCAD-Datei gespeichert. Sie sehen ihn nur momentan nicht, weil Sie ihn nicht verwenden. Wir machen mal die zweite Option. Als nächstes müssen Sie dann noch den Einfügepunkt bestimmen. Sie erinnern sich, wo wir die Buchstaben eingefügt haben, dann hing die immer mit einem ganz bestimmten Punkt am Fadenkreuz. Und den müssen wir jetzt definieren. Dazu gehe ich hier auf Auswahlpunkt und wähle das hier als Einfügepunkt. Diese Ecke hier unten. Über einen Objektfang oder Rasterfang ist in dem Fall egal. So, sehen wir die Koordinaten, die absoluten, 20, 30 und 0, wäre jetzt hier unser Einfügepunkt, können wir wieder ändern. Der Rest ist jetzt für unsere Sache erstmal nebensächlich. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, die Einheit ist natürlich noch wichtig, wobei das hier bei den Buchstaben A keine Rolle spielt. Ja, der ist erstmal Wurst. Die Beschriftung spielt ja auch keine Rolle, weil wir keine Texte drin haben in unserem Block. Theoretisch können wir noch Texte hinzufügen, die dann mit dem Maßstab mit skaliert werden, größer oder kleiner werden. Haben wir jetzt hier nicht mit drin. Einheitlich skalieren würde bedeuten, dass wenn Sie das aktivieren, dann kann dieser Block dann nur mit einem Faktor geändert werden, in alle drei Richtungen, X, Y und Z. Dort er quasi nur insgesamt größer, er kann quasi nicht verzerrt werden. Wenn Sie das deaktivieren, dann können Sie quasi für x, y oder z in verschiedene Faktor eingeben und dadurch ihn quasi verzerren. Und auflösen zulassen bedeutet, man kann den Block dann wieder zerlegen in die Grundeigenteile, also wieder auflösen, sodass wir das mit der Polylinien haben. Ja, das gehen wir jetzt mal auf OK. Und jetzt erscheint hier unter Einfügen hier unser Block. Und wir können jetzt hier meinetwegen diesen verwenden. Genauso wie vorhin. Das A und Sie sehen, er hängt mir jetzt genau mit dem bestimmten Einfügepunkt, den ich vorhin bestimmt habe, am Fadenkreuz. Das ist quasi hier dieser Punkt. Jetzt tue ich da mal meinen Stift ausprobieren. Kann ich das hier mit dem Stift zeigen? Hier gibt es nämlich so einen Stift. Ja, mit diesem Punkt hier. Cool, oder? Sie können sogar drin rummalen. Ja, mit diesem Teil. Wie komme ich wieder da raus aus dem Stift? Das hätte ich mir vorher überlegen sollen, bevor ich jetzt mit Escape vielleicht. Ja, so. Okay, jetzt machen wir hier mal Folgendes. Sie sehen, wenn Sie drauf gehen, hier mit der Maus, das ist es wie eine Art Gruppe. Ja, ist aber keine, es ist ein Block. Ja, das erkennen Sie auch an diesem Einfügepunkt. Beziehungsweise, Sie erkennen das auch, wenn Sie mal die Eigenschaftenpalette einblenden. Ich gehe mit der rechten Maustaste drauf auf Eigenschaften, dann sehe ich hier Blockreferenz. Ja. Also in der Eigenschaftenpalette kann man sich dann die Eigenschaften anzeigen lassen von den einzelnen Elementen. Mach die nochmal an.
So, dauerhaft. Eigenschaften einfach hier das Element auswählen. Dann rechte Maustaste. Und, Moment, jetzt muss ich das ja wegnehmen. Und Eigenschaften. Und dann geht ihr auf die Palette. Ja, und hier können Sie jetzt die Eigenschaften, hier sehen Sie auch Ihre Skalierfaktoren. Und jetzt könnte ich zum Beispiel, weil ich das nie gesperrt habe, könnte ich jetzt sagen, ich möchte hier das in X-Richtung 10 haben, aber der Rest, und das meine ich mit verzerren. Wenn ich jetzt das gesperrt hätte, dann könnte ich es quasi nur einheitlich skalieren. Wird das Gesamtgröße oder kleiner, das Verhältnis bleibt immer gleich. Und wenn ich das nicht gesperrt habe, dann kann ich halt solche Effekte erzeugen. Das sehen Sie jetzt hier. Und hier sehen Sie nochmal die Position, ja, die wir vorhin gewählt haben. Ja, jetzt möchte ich das Ganze hier nochmal spiegeln und möchte den Buchstaben A draus bauen. Ich gehe also hier auf Spiegeln. Das ist hier Start. Wähle den Block an und spiegel das Ganze hier einmal um diese Achse hier oben. Löschen, nein. Und hätte jetzt hier die hier oben. Diese hier. Bitte? Ja, das ist quasi hier dieser Punkt und dieser Punkt. So, jetzt habe ich quasi hier zwei Blöcke. Und das kann ich wieder zusammenfassen zum neuen Block, den ich A nenne. Mache das ganze Spiel nochmal. Gehe also in dem Fall, mache es bitte leichter. Ich tue das hier vorher auswählen. Vorher auswählen ist meistens besser. Wähle zunächst beide A-Hälften aus. Wenn ich, ja, übers Fenster. Jetzt gehe ich hier auf Einfügen, dann Block erstellen. Mache daraus einen Block. Den nenne ich jetzt einfach nur A, genauso wie die Gruppe vorhin. Der Einfügepunkt, den bestimme ich allerdings. Sie sehen auch hier zwei Objekte ausgewählt, weil ich ja vorher schon ausgewählt habe. Hier habe ich auch eine Vorschau hier oben. Da sehe ich auch ungefähr, ob das so passt. Gehe jetzt hier auf Auswahlpunkt und wähle das hier als Auswahlpunkt übers Raster aus. Den Punkt genau in der Mitte. Mache Objektfang aus. Genau den Punkt hier in der Mitte. Das wäre 50, 30 und 0. Können Sie auch eingeben. Ja. Den Rest können wir so lassen, den Block konvertieren. Das können wir übernehmen von vorhin. Das können wir noch reinschreiben zum Spaß. Buchstabe A. Buchstabe A. Das hatte ich vorhin noch vergessen zu erklären. Rein theoretisch, wenn Sie jetzt Fensterhersteller sind, können Sie quasi hier so ein Fenster erstellen als Block und könnten dann den Link zu Ihrer Webseite quasi lassen, sodass meinetwegen jetzt, wenn jemand den Block dann verwendet, dann sieht er klar, aha, okay, es kommt von denen, den Hersteller. Da haben die auch einen Benefit davon. Ja, viele Hersteller bieten halt ihre Elemente, das sind Fensterdetails oder auch was weiß ich, was da alles noch gibt im Bauwesen, irgendwelche Schrauben oder so, als AutoCAD-Datei an oder als Block, sodass die Ingenieure oder Architekten das dann verwenden können in ihren Zeichnungen und über den Link kann man dann quasi zurückverfolgen, wo das her ist, damit man auch weiß, okay, es ist von der und der Firma. Ja, so kann ich quasi in meiner Zeichnung probieren, passt da so alles und kann dann gleich die Bestellung aufgeben, wenn man so will. Ja, das ist auch der Grund, warum viele Hersteller das anbieten. Gehen Sie mal auf die Hersteller von irgendwelchen, von die, auf die Webseite von irgendwelchen typischen Fensterherstellern oder irgendwelchen anderen Bauteilen, werden Sie oft finden, Download DWG oder so bei Details. Mindestens war es früher mal so, lange nicht mehr gemacht. Ja, also in meiner Studentenzeit war das noch sehr verbreitet. Ja, war das sehr verbreitet. So, gehen wir jetzt auf OK. Jetzt haben wir wieder einen Block draus gemacht. Sehen Sie das hier? Den können wir jetzt wieder mal kopieren, einfach hier so rüber. Achso, kopieren wollte ich nicht verschieben. Also hier auf kopieren gehen und hier absetzen. So, wir finden jetzt auch hier wieder unter Einfügen jetzt sowohl die Hälfte als auch hier den Buchstaben A. Und interessant ist jetzt nochmal die Frage, na gut, wenn ich jetzt meinetwegen die Hälfte ändern will, wie komme ich da jetzt hin? Meine Buchstaben A zu ändern ist einfach. Einfach rechte Maustaste und hier sagen Block-Editor. Aber die Hälfte, ganz einfach, Sie gehen hier auf Block-Editor, ohne was vorher ausgewählt zu haben. Gehen Sie hier oben auf Block-Editor. Und jetzt zeigt er Ihnen hier die vorhandenen Blöcke an. Egal, ob die jetzt sichtbar sind oder nicht in Ihrer Datei und, oder Ihrer, ja, Ihrer AutoCAD-Datei. Und können jetzt auswählen, welchen Block wollen Sie editieren. Zum Beispiel hier die A-Hälfte. Gehen Sie auf OK. Jetzt sind Sie hier in der Hälfte drin. Jetzt könnte ich hier einfach mal da drin rumspielen und irgendwas verändern. Auch wieder hier den Bogen konvertieren, wie wir es vorhin hatten. So eine Geschichte. Machen wir hier einen Bogen, einen Rasterfang aus. Und hier einen Bogen rein und hier drüben auch. So, und ja, ich zeige es gleich, ich zeige es gleich. Ja. Jetzt gehe ich hier auf Fertig. Speichern, ja. Und jetzt sehen Sie, haben Sie überall
diese Änderung übernommen. Jetzt war die Frage, wie komme ich jetzt quasi wieder in diese Hälfte rein, dass ich quasi, wenn ich zum Beispiel draufklicke, habe ich ja nur den Gesamtblock. In dem Block ist wieder ein weiterer Block, ja. Wenn Sie jetzt hier drauf gehen, würden Sie quasi den gesamten Block bearbeiten. Da können Sie eigentlich gar nicht viel machen. Sie können jetzt hier drauf gehen und wieder sagen Block Editor. Dann sind Sie drin, ja. Oder Sie können das auch abkürzen, schließen. Sie gehen einfach hier auf, Sie wählen nichts vorher aus. Sie gehen auf Block Editor und dann fragt es Sie, ja, was wollen Sie machen? Und dann können Sie hier die Hälfte wählen oder den gesamten Buchstaben A. Ja. Es gibt eine andere Variante, die will ich auch noch zeigen zum Schluss. Sie können das auch an jeweiliger Stelle bearbeiten. Diese Variante ist dann interessant, wenn die Änderung am Block von irgendwelchen anderen Elementen abhängig ist, die dann noch sich darum befinden, die nicht Bestandteil des Blockes sind. Wenn wir daneben liegen, irgendwie eine Wand oder so, und Sie wollen meinetwegen das Symbol eines Waschbeckens anpassen und müssen, um das anpassen zu können, die Wand noch sehen, aber die Wand ist kein Bestandteil des Blockes. In dem Fall würden Sie Folgendes machen. Sie würden nicht in Block Editor reingehen, weil da sehen Sie ja keine Wand, sondern nur das Waschbecken. Dann würden Sie sagen, klicken das an und sagen hier an jeweiliger Stelle bearbeiten. Und jetzt bearbeiten Sie zum Beispiel hier die A-Hälfte. Und Sie sind aber immer noch hier in Ihrem Modellbereich und könnten jetzt hier das Ganze halt wieder rückgängig machen, in Linie konvertieren und hier auch in Linie konvertieren. Hier müssen Sie das Ganze wieder speichern oder verwerfen. Sie können Sachen hinzufügen oder entfernen, also in den Block hineinholen oder wieder entfernen. Ich tue mal spaßeshalber hier was entfernen, damit Sie es auch nochmal gesehen haben. Ich gehe also jetzt hier nochmal hier rein und sage hier Ausweissatz entfernen und schmeiße mal hier unten so ein Kästchen raus. So, jetzt ist es nicht mehr sichtbar. Und wenn ich jetzt hier sage, ich gehe auf Änderung speichern, sage okay, dann sieht man jetzt hier ist überall das Kästchen weg. Ja. Genauso können Sie jetzt ist quasi hier separat, ja, Sie meinen das einzelne Element. Genauso können Sie umgekehrt wieder das Ganze wieder hinzufügen. Ich gehe also hier an jeweiliger Stelle bearbeiten, nehme jetzt wieder irgendeine Hälfte von den beiden und sage dann hier hinzufügen, wähle das Kästchen wieder aus, gehe auf Enter, speichere das Ganze, Änderung speichern, sage okay. Ups, das habe ich hier was falsch gemacht. Also nochmal. Ach so, ich muss hier diesen Block auswählen. Also Block Edit, also an jeweiliger Stelle bearbeiten. Mal schauen, was ist dieser? Genau. Und, aha, jetzt ist es ja eh schon drin. Hinzufügen, zu Arbeitssatz hinzufügen. Jetzt ist es eigentlich drin, hoffe ich mal. Sagen wir hier Änderung speichern. Genau, jetzt wieder drin. Ja, also diese beiden Varianten gibt es entweder über den Block Editor oder halt rechte Maustaste an jeweiliger Stelle bearbeiten. Das heißt, Sie können diese Blöcke auch im Nachhinein noch verändern und adaptieren und in all Ihren Stellen, wo sie innerhalb Ihres Projektes verwendet werden, werden diese Änderungen dann entsprechend aktualisiert. Warum ist das so? Den Block gibt es nur einmal in Ihrer Zeichnung. Der wird nur einmal gespeichert. Das heißt, Sie sparen damit auch Speicherplatz. Er wird dann nur x-mal verwendet. Ja. Und dargestellt. Das ist im Prinzip eine sehr effiziente Art und Weise, wie Sie quasi mit Zeichnung dann später arbeiten können, um sich Zeit zu sparen.